Deutschlandfunk, Sternzeit. 8. Oktober. 420 Jahre warten auf die Supernova. Nach einem Astronomie-Karlauer heißt eine Sternwarte Sternwarte, weil dort die Fachleute darauf warten, dass bei den Sternen etwas passiert. Seit mittlerweile 420 Jahren lässt die nächste Supernova in unserer Milchstraße auf sich warten. Im Oktober 1604 bot der abendliche Blick nach Südwesten Erstaunliches. Auf einer Fläche, die sich bei ausgestrecktem Arm mit einer Hand abdecken lässt, leuchteten vier besondere Objekte. Im Schlangenträger tummelten sich die Planeten Mars, Jupiter und Saturn. Zudem stand dort ein heller Lichtpunkt, den man nie zuvor gesehen hatte. Eine Supernova, die schließlich sogar heller als Jupiter am Himmel strahlte. Eine absolute Sensation. Etwa 15.000 Lichtjahre entfernt war ein Stern explodiert und dabei so hell geworden, dass er ein Jahr lang mit bloßem Auge zu sehen war. Der damals in Prag tätige Astronom Johannes Kepler beobachtete den geheimnisvollen neuen Stern zum ersten Mal am 17. Oktober. Weil Kepler schnell ein vielbeachtetes Büchlein über dieses Phänomen verfasst hatte, bürgerte sich der Name Keplersche Supernova ein. Beobachtungen von Italien und Nordeuropa aus zeigten keinerlei Winkelunterschiede am Himmel. Dieses Objekt musste also weit jenseits des Mondes stehen. Es erschütterte damit das alte aristotelische Weltbild, das diesen Bereich für ewig unveränderlich hielt. Seit damals warten die Astronomen sehnsüchtig auf die nächste helle Supernova am Himmel. Die kann jederzeit aufflammen, vielleicht schon heute Nacht.